Bekenntnisse zur Verantwortung für die Umwelt. Um dieses Buch geht es heute. Auf dem Klappentext steht, alle messbaren Daten und Fakten signalisieren uns, dass wir auf eine unbewohnbare Erde hinsteuern. Wir reden heute über das Buch und über das Thema Umwelt mit zwei profilierten, konservativen Öko-Vordenkern, Klaus Töpfer und Alois Glück. Zunächst aber mit den Herausgebern des Buches. Das ist zum einen Henning Kaul, langjähriger Vorsitzender des Umweltausschusses des Bayerischen Landtags, und mit Markus Ferber, er ist CSU-Europapolitiker und Vorsitzender der Hans-Seidel-Stiftung, damit der Hausherr, und deshalb kriegt das erste Wort. Ja, vielen Dank, Frau Lell. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott an Sie alle. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Aber ich freue mich natürlich auch auf die Gespräche mit unseren Gästen. Und ich freue mich ganz besonders, dass zugeschaltet ist mein wirklich guter Freund Henning Kaul, der Spiritus Rector dieses Buches. Henning Kaul ist mit der Umweltpolitik sein ganzes politisches Leben verknüpft. Er war im Bayerischen Landtag, er war 22 Jahre lang der Vorsitzende des Umweltausschusses und hat die Entwicklung der Umweltpolitik in Bayern maßgeblich begleitet, geprägt und natürlich auch nach seinem Ausscheiden aus dem Bayerischen Landtag mitverfolgt. Und deswegen, lieber Henning, bin ich schon stolz darauf, dass wir es miteinander hingekriegt haben, so viele namhafte Autoren auch zu motivieren, in diesem Buch einen Beitrag zu leisten, um das zu verdeutlichen, was wir als Hans-Seidel-Stiftung ja auch versuchen zu leben, dass der Umweltgedanke ein urbürgerlicher, ein urkonservativer im wahrsten Sinne des Wortes Gedanke ist. Auch ich habe in den Vorgesprächen, Herr Kaul, gemerkt, das Thema Umwelt ist eine Herzenssache bei Ihnen. Wie kamen Sie denn auf die Idee zu diesem Buch? Das Buch Bekenntnisse zur Verantwortung für die Umwelt hatte bereits einen Vorläufer. Der Buchtitel hieß und heißt immer noch »Unsere Erde gibt es nur einmal«. Und das Buch wurde im Jahr 2009 auch mit Unterstützung des damaligen Vorsitzenden der Hans-Seidel-Stiftung, Hans Zehetmeier, herausgegeben. Und in dem Buch sind Persönlichkeiten zu Wort gekommen, die mich in den 22 Jahren als Mitglied und Vorsitzender des Umweltausschusses im Bayerischen Landtag begleitet haben. Und damals hat die Einflussnahme der Interessenvertretung von Energiewirtschaft, von Industrie, von Handel sowie eine unkritische Begleitung, Frau Lell, durch die Medien haben damals parlamentarische Mehrheiten für Richtlinien zur Änderung und zur Verbesserung der Umweltsituation erschwert. Heute, ein gutes Jahrzehnt später, sind die vorausgesagten dramatischen Veränderungen in Natur und Umwelt und beim Klima messtechnisch nachzuweisen. Sie sind visuell zu beobachten sowie im eigenen Lebensbereich nicht mehr zu leugnen. Und diese Veränderung zum Nachteil unserer Gesundheit und zum Nachteil der Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt haben es geschafft, dass das Thema Umwelt heute auf der Tagesordnung aller politischen Entscheidungsebenen steht. Und diese erfreuliche Entwicklung im öffentlichen Bewusstsein. Und weil ich mich nach 18 Jahren als Vorsitzender des Umweltausschusses im Bayerischen Landtag unserer Natur und Umwelt nach wie vor verpflichtet fühle, habe ich 2019 den Buchgedanken von 2009 wieder aufgenommen. Herr Kaul, über die Details reden wir gleich noch. Sie sind der Ideengeber und ein Herausgeber. Der zweite Herausgeber ist die Hans-Seidel-Stiftung. Herr Ferber, was verspricht sich denn Ihre Stiftung von diesem Buchprojekt? Also zunächst mal ist die Hans-Seidel-Stiftung eine Stiftung, die sich ja ganz besonders der Nachhaltigkeit auch an vielen, vielen Stellen verschrieben hat. Das mag man uns vielleicht nicht zuordnen in der politischen Diskussion, aber wenn Sie den Begriff des Conservare aus dem Lateinischen, des Bewahrens nehmen, Schöpfung bewahren, diesen Auftrag, der in der Bibel schon formuliert ist, dann ist es ein urkonservatives Thema im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen ist es bei der Hans-Seidel-Stiftung auch richtig verortet. Wir sind eine Stiftung, die ja in Bayern zu Hause, aber wirklich in der ganzen Welt unterwegs ist. Und auch daraus haben wir natürlich vieles an Wissen schöpfen können. Wir engagieren uns zum Beispiel als Hans-Seidel-Stiftung ganz intensiv in einem dieser beiden Lungenflügel, wie man es so schön bezeichnet, nämlich der Urwald in Afrika ist
sagt man immer, der rechte Lungenflügel, in Südamerika der linke Lungenflügel. Wenn Sie das Kongo-Becken nehmen, wo wir heute massive Abholzung auch haben, weil unter den Wäldern wichtige Rohstoffe gelagert sind, haben wir als Stiftung, freue mich, dass die Kommissionspräsidentin mit dabei ist, mit EU-Mitteln unterstützt, ein Aufforstungsprojekt betrieben, wo es aber nicht um die Aufforstung geht, sondern auch, wie kann man den Menschen daraus Einkommen, soziale Sicherheit, Gesundheit, Bildung vermitteln. Also wirklich dieser gesamtheitliche Ansatz, wenn ich mal nur so ein Projekt herausgreifen darf, das wir als Hans-Seidel-Stiftung machen, da wird eigentlich schnell klar, wo unser Auftrag ist. Und deswegen ist eine würdige Ergänzung dieses ganzen Engagements in diesem Buch zusammengefasst. Jetzt besteht es ja aus vielen kleinen, ich möchte nicht mal sagen Aufsätzen, sondern sehr präzisen Texten von sehr unterschiedlichen Menschen. Wer hat denn mitgeschrieben an dem Buch, Herr Färber? Also wir haben einen sehr, sehr breiten Rahmen. Ich will mal nur ein paar wenige herausgreifen, ohne dass ich da jetzt jemanden beleidigen will, weil ich ihn nicht erwähne. Aber ich fange mal an. Meine Stellvertreterin bei der Hans-Seidel-Stiftung, die ehemalige Regionalbischöfin Frau Breit-Kessler, hat sehr lebensnahe Tipps auch gegeben. Was kann ich als Individuum machen? Wir haben aber auch den Kardinal Marx mit dabei, sodass wir auch konfessionell schön ausgeglichen sind. Wir haben Kommunalpolitiker mit dabei, die Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg und den Bürgermeister der Stadt Freyung, die aus ihrem Erfahrungsschatz schöpfen. Was kann man auf kommunaler Ebene machen, um ein Beispiel zu benennen? Wir haben natürlich den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Dr. Gerd Müller, mit dabei. Ich habe gerade auf Entwicklungszusammenarbeit auch hingewiesen, wie wichtig das ist. Wir haben alle politischen Ebenen abgedeckt, aus dem Bayerischen Landtag, aus dem Deutschen Bundestag, aus dem Europäischen Parlament. Auch das, denke ich, ist sehr wichtig, weil es muss ja hier Gesetzgebung am Ende aus einem Guss gemacht werden, um unsere natürlichen Ressourcen zu erhalten. Aber wir haben auch die Wirtschaft mit integriert, weil es geht nur im Miteinander. Wenn wir keine sozialen Brüche haben wollen, wenn wir unseren hohen sozialen Standard halten wollen, dann müssen wir Umweltpolitik auch mit und nicht gegen die Wirtschaft machen. Und auch hier spannende, interessante Beiträge. Wir decken damit alle Themenbereiche auch ab. Also es ist wirklich ein sehr breites Buch. Man kann auch ein Kapitel mal lesen und dann es dann wieder auf die Seite legen und sich dann einem anderen widmen. Es ist kein Roman, den man durchlesen muss. Herr Kaul, jetzt haben Sie ja auch sehr intensiv mitgewirkt an der Entstehung. Mussten Sie die Autoren, die Autorinnen denn lange überreden? Bei allen, die ich angefragt habe, hat sich keine der Mitarbeit an dem Buchprojekt verweigert. Es hat auch keiner gebeten für eine Bedenkzeit. Alle haben sofort mitgemacht. Und es sind, wie Markus Färber eben schon einige Namen genannt hat, es sind 28 Persönlichkeiten, die in ihren Berufen heute noch tätig sind, die Verantwortung tragen und in den verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft immer noch Entscheidungen treffen. Entscheidungen für heute, aber auch Entscheidungen für morgen. Und was sicher einmalig ist in solch einem Buch zum Thema Umwelt, ist der Beitrag eines Bankhauses. Herr Färber, jetzt kann man sagen, in der Pandemie haben viele Leute viele andere Sorgen. Warum jetzt so ein Buch? Also ich denke, das Buch passt genau in die Zeit. Natürlich kann man sagen, wir haben wirklich andere Sorgen, ganz tagesaktuell. Aber wenn wir uns nur erinnern, wie der Sommer im letzten Jahr war, der sehr trocken war, wenn wir gerade aktuell die Bewertung unseres Wetters des letzten Jahres im Vergleich zu den Wetterereignissen früherer Jahre sehen, es wird immer wärmer, auch bei uns. Wir merken ganz konkret die Auswirkungen des Klimawandels. Und wir haben natürlich jetzt schon durch diese Pandemie so eine Art Reset-Knopf bekommen. Wie können wir aus dieser Pandemie auch wirtschaftlich, ökonomisch wieder herauskommen? Wie können wir den Schwung, den wir jetzt brauchen, auch dazu verwenden, unsere Wirtschaft Richtung Nachhaltigkeit weiterentwickeln und umbauen? Das ist doch die ganz große Herausforderung. Nicht mehr alles wieder so machen, wie es vorher war, sondern wirklich diese Lernkurve hier mit einzubeziehen. Und deswegen gibt es keinen besseren Zeitpunkt, wenn man so eine Reset-Möglichkeit hat, die uns der Virus aufgezwungen hat, diesen Schwung auch zu nutzen, dann haben wir alles richtig gemacht. Und zwar nicht nur fürs Heute, sondern weit darüber hinaus, wie es in einem Beitrag durch den Sozialethik-Professor Markus Vogt ja auch zum Ausdruck kommt. Nicht nur auf das Jetzt schauen, sondern die langfristige Perspektive auch mit integrieren in den aktuellen Entscheidungsprozess. Herr Kaul, was erhoffen Sie sich denn von dem Buch? Und die Autoren machen deutlich, dass unsere Generation mehr Daten und Fakten über den Zustand
der Umwelt auf unserer Erde kennt als jede Generation vor uns. Das heißt, wir haben deswegen kein Erkenntnisproblem mehr, sondern wir haben mittlerweile ein reines Umsetzungsproblem. Und das Buch ist keine Anklage und keine Schuldzuweisung an zurückliegende Entscheidungen. Vielmehr wollen uns die Autoren mit ihren Daten, Fakten und Reflexionen Fehlentwicklungen aufzeigen und Diskussionsgrundlagen oder Grundlagen für weitere Diskussionen und uns Handlungsempfehlungen geben. Jetzt, Herr Kaul, entschuldigen Sie, Herr Kaul, es wurden ja schon viele Autoren genannt. Wer noch nicht genannt wurde, es ist auch ein Vertreter eines Naturschutzverbandes dabei und ein Vertreter des Bauernverbandes. Ist Ihr Buchprojekt auch so eine Art runder Tisch Klimaschutz? Und genau wie Sie eben schon angedeutet haben, folgt auf den Beitrag des Vorsitzenden des Landesbundes für Vogelschutz ein Beitrag des Umweltpräsidenten des Bayerischen Bauernverbandes. Und Sie hören richtig, der Bayerische Bauernverband hat einen im Vorstand einen Umweltpräsidenten. Und noch wichtiger für mich war, dass alle diese Beiträge sich nicht gegenseitig mit ihren Aussagen in Frage stellen, sondern sich gegenseitig akzeptieren. Wenn ich auf den Fluren des Landtags mit Parteifreunden von Ihnen beiden spreche und am Freitag demonstrieren junge Menschen für Klimaschutz, dann nennt es der eine oder andere in der CSU gern mal Schulschwänzer. Was sagen Sie denn, Herr Kaul, zu Fridays for Future? Ah, da würde ich gerne, liebe Frau Lenz, würde ich gerne mit einer Gegenfrage antworten. Wann haben Sie das letzte Mal einen CSU-Kollegen im Landtag da diese Frage gestellt? Das hat sich gewaltig geändert. Denn die weltweit demonstrierenden jungen Menschen haben geholfen, das Thema Umwelt mit Nachdruck bei nationalen Entscheidungsebenen, bei internationalen Gremien, aber auch bei den Medien auf die politische Agenda zu setzen. Auf zwei Säulen der Klimapolitik beziehen sich die Autorinnen und Autoren dieses Buches immer wieder. Das sind einmal die Klimaziele von Paris und es ist der Green Deal der Europäischen Union. Dass Klimaschutz eine globale Aufgabe ist, dazu werden wir gleich noch intensiver sprechen. Keine Netto-Treibhausgasemissionen, das sieht der Green Deal mittelfristig vor. Große Verantwortung bei der Umsetzung dieses Ziels hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, von der wir jetzt ein Grußwort hören. Lieber Herr Färber, lieber Herr Kaul, lieber Herr Glück, lieber Herr Töpfer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, heute bei der Vorstellung des neuen Buches der Hans-Seidel-Stiftung dabei sein zu können. Sie haben sich ein spannendes Thema vorgenommen. Und zwar ein Thema, das aktuell bleibt, auch dann, wenn wir diese Pandemie endlich hinter uns haben. Bekenntnisse zur Verantwortung für die Umwelt. So lautet der Titel des Sammelbandes, den Sie, lieber Herr Färber und Sie, lieber Herr Kaul, herausgeben. Und ich könnte mir gerade in dieser Zeit kaum ein treffenderes Thema vorstellen. Denn trotz Covid dürfen wir die zweite überwölbende Krise im Hintergrund nicht vergessen. Der Klimawandel und der Verlust der Biodiversität mit ihren schwerwiegenden Folgen. Aber wir können etwas dagegen tun. Wir wissen, dass wir zu einer neuen Art des Wirtschaftens kommen müssen. Wir sind Weltmarktführer bei sauberen, CO2-freien Technologien. Wir haben die Erkenntnisse der Kreislaufwirtschaft. Ein modernes und nachhaltiges Wirtschaften im Einklang mit Natur und Klima ist möglich. Und Sie in Bayern, Sie haben die Chancen, die darin stecken, längst erkannt. Sie haben bereits früher als andere Verantwortung für die Umwelt übernommen. Als erstes deutsches Bundesland hat Bayern ein Umweltministerium eingerichtet und das war 1970, also vor mehr als 50 Jahren. Und heute unterstützt die Hans-Seidel-Stiftung Umwelt- und Klimaschutzprojekte in der ganzen Welt. Vom indischen Bundesstaat Karnataka bis zum Kongo-Becken und weit darüber hinaus. Auch wir in Europa haben uns den Schutz
des Klimas und der Natur auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen mit unserem europäischen Green Deal bis zum Jahr 2050 der erste klimaneutrale Kontinent der Welt werden. Und als Zwischenschritt streben wir an, bis zum Jahr 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen um mindestens 55% zu reduzieren. Das sind sehr ehrgeizige Ziele, aber es sind Ziele, die nötig sind, um unsere Lebensgrundlagen für künftige Generationen zu erhalten. Wir haben einen gemeinsamen Fahrplan für die nächste Dekade und wir haben die Ressourcen mit Next Generation EU und dem EU-Budget. Das sind 1,8 Billionen Euro. Ein Drittel dieser 1,8 Billionen Euro investieren wir in den europäischen Green Deal, damit Europa nachhaltiger und stärker aus der Krise kommt. Und damit wir unseren Kindern einen gesünderen Planeten hinterlassen können. Doch im Kampf gegen den Klimawandel erfolgreich zu sein, dazu brauchen wir starke Partner. Und die gute Nachricht ist, es gibt sie. Ganz vorneweg sind da die USA. Präsident Joe Biden ist an seinem ersten Tag im Amt dem Pariser Klimaabkommen wieder beigetreten. Und unsere amerikanischen Freunde haben erkannt, dass der Weg zur Klimaneutralität über Innovation zu mehr Wachstum führt und nachhaltige Arbeitsplätze schaffen kann. Und auch andere haben verstanden, wie gefährdet unsere Lebensgrundlagen sind. Von China bis Südafrika, von Südkorea bis Japan. Weitere große Volkswirtschaften haben sich auf den Weg zur Klimaneutralität gemacht. Das heißt aber auch, der Wettbewerb ist eröffnet. Stahl aus grünem Wasserstoff, Mobilität ohne Emissionen, eine Renovierungsoffensive für energiesparende Gebäude, eine Landwirtschaft, die ihre natürlichen Grundlagen schont. Ja, Europa ist heute in vielen dieser Felder Technologieführer. Und wir wollen, dass Europa die Nase vorne behält. Ich freue mich, in Ihnen, Herr Färber und Herr Kaul, und in der Hans-Seidel-Stiftung Mitstreiter zu haben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin gespannt auf die Anregungen und Denkanstöße, die ich bei der Lektüre Ihres Buches ganz sicher bekommen werde. Und ich wünsche diesem Buch die vielen Leserinnen und Leser, die es verdient. Denn wenn es um den Schutz von Klima und Natur geht, müssen wir alle zusammenstehen. Wir müssen handeln, und zwar jetzt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. War jetzt, sagt die EU-Kommissionspräsidentin, Herr Färber. Ich hätte mir eigentlich wenig hinzuzufügen. Und wichtig ist ja auch, dass alle handeln. Es reicht ja nicht. Wir sind hier in München, wenn die Stadt München Klimaschutz betreibt und der Landkreis schon nicht mehr oder der Freistaat nicht. Es reicht nicht, wenn es Bayern macht und Baden-Württemberg nicht. Es reicht nicht, wenn es Deutschland macht und Frankreich nicht. Europa ist endlich dann mal die kritische Masse. Wir sind ein großer Emittent. Und wir können auch Vorbild sein für andere Wirtschaftsräume. Und dass die Amerikaner wieder in diese Denkgemeinschaft zurückgekehrt sind, hat Frau Kommissionspräsidentin ja auch eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht. Und das ist eigentlich auch das, wo ich die Hoffnung rausschöpfe. Und das ist auch wichtig, weil das auch in diesem Buch rauskommt. Nicht das Verzweifeln, wir werden es nie schaffen, diese Aufgabe ist zu groß für uns. Nein, wir können es schaffen. Wenn alle zusammenstehen, wenn jeder seinen Beitrag leistet, die Politiker in der Verantwortung genauso wie der Verbraucher durch sein Handeln, die Kommunen genauso mit ihren Entscheidungen wie die große Politik in Berlin und in Brüssel. Und dieses Miteinander, das ist, glaube ich, ganz wichtig und das kommt in diesem Buch schön zum Ausdruck. Und dieser Hoffnungsschimmer, wir können es gemeinsam schaffen, auch das ist urchristlich. Wir haben Vertrauen, dass wir das schaffen können. Und darum passt das Buch so gut zur Hans-Seidel-Stiftung. Vielen Dank, Herr Färber. Herr Kaul, Ihr Schlusswort für diesen ersten Teil der Veranstaltung. Ja, mein Schlusswort. Ich würde mich gerne nochmal bei den Autoren bedanken für ihre Beiträge. Dieses Buch haben wir ja, ich habe es vorhin erwähnt, 2019 angefangen, hat uns Corona noch nicht geplagt. Und alle Autoren haben diese zwei Herausforderungen, die wir seit letztem Jahr zu bewältigen haben, nämlich die Klimakrise und
Corona zu überwinden, haben diese Herausforderung mit in ihre Beiträge aufgenommen. Und deswegen verdienen diese Handlungsanleitung, dieses Mutmachen im Zusammenhang, dass wir es schaffen, zwei weltweite Pandemien, einmal die uns persönlich betreffen und die andere, die die Umwelt betreffen, zu bewältigen. Und in dem Sinne ist das Buch nach meiner Meinung ein hervorragendes Zeitzeugnis geworden, das sicher vielfach zitiert wird. Lassen Sie mich nun zum Schluss meiner Ausführungen kommen und auf Ihre Frage eingehen. Sicher ist unbestritten, dass die Summe der kleinen Umweltsünden das große Umweltproblem ergeben. Und an diesen kleinen Umweltsünden, glaube ich, sind wir alle beteiligt. Also müssen wir uns dies bewusst machen und danach handeln. Und die Autoren geben uns, Markus Ferber hat es eben auch schon wiederholt gesagt, dazu Handlungsanleitungen und machen uns Mut. Mit allen am Entstehen des Buches und mit allen Autoren würde ich mich freuen, wenn sich durch dieses Buch immer mehr Menschen im Sinne des Buchtitels zu ihrer und zu unser aller Vorteil, nämlich zur Verantwortung für die Umwelt, bekennen. Und diese Bekenntnisse, die dann wieder andere anstecken, machen wieder allen Mut. Und das wünsche ich dem Buch und uns allen. Herzlichen Dank den beiden Herausgebern des Buches, Henning Kaul und Markus Ferber. Danke, dass Sie dabei waren in Präsenz und virtuell. Ich darf nun zwei weitere Gäste begrüßen, zugeschaltet, aber sehr präsent. Das ist Professor Klaus Töpfer, ehemaliger CDU-Bundesumweltminister und Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Und das ist der ehemalige Landtagspräsident in Bayern, Alois Glück von der CSU. Seit 2018 leitet er den Runden Tisch Artenschutz in Bayern und hat dort nach dem erfolgreichen Volksbegehren Rettet die Bienen unversöhnliche Kontrahenten, ich überspitze, die Landwirte auf der einen und die Umweltschützer auf der anderen Seite zumindest an einen Tisch gebracht. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Herr Töpfer, manchmal hört man in der Diskussion, Klimaschutz müsse jetzt zurückstehen in der Pandemie. Der Klappentext dieses Buches skizziert die Lage ja sehr dramatisch. Wie beurteilen Sie die Lage? Was muss jetzt passieren? Wie viel Rücksicht kann man auf Wirtschaft in der Pandemie nehmen und Klimaschutz weglassen? Bis bei der Beantwortung dieser Frage erinnere ich mich an dieses wunderschöne Gedicht von Brecht unter der Überschrift Gleichnis des Buddhas vom brennenden Haus. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, aber die Geschichte geht darin so, dass der Buddha durch eine Stadt geht, da brennt ein Haus. Und da geht er hinein und informiert die Menschen, die er leben, und sagen, ja, aber regnet es denn draußen? Das Haus brennt. Und er sagt, da haben wir dann möglicherweise ein anderes Haus draußen. Und dann sagt Buddha, dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen. So ungefähr handeln wir. Wir fragen nach Abwägung. Ja, hat das denn Auswirkungen auf unsere Wirtschaft? Ja, gibt es denn eine Alternative? Es muss gehandelt werden. Denn der Boden ist heiß. Also, wir haben nicht hier Rücksicht zu nehmen, sondern wir haben zu handeln. Schlicht und einfach. Und ich sage das auch mit allem Nachdruck. Da haben wir auch in den konservativen Parteien verdammt viel Nachholbedarf. Verdammt viel Nachholbedarf. In der Zwischenzeit ist Umweltpolitik weit über das hinausgewachsen, was sie mal war. Sie ist Außenpolitik geworden. Sie ist Sicherheitspolitik. Der US-Präsident Biden, der am Earth Day, also gestern beginnend, einen Klimagipfel gemacht hat, der hat als erste Maßnahme unterschrieben und als zweite Maßnahme einen Sonderbeauftragten für Umwelt betrieben. Den ehemaligen Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika, Kerry. Brauchen wir nicht auch sowas mit Kabinettsrang, um deutlich zu machen, dass wir auch vorangehen können? Also da gibt es viel zu tun. Und da ist das brennende Haus ein Beispiel. Warten wir nicht,
das Haus abgebrannt ist und wir saßen noch drin. Sondern handeln wir jetzt, und zwar nicht abwägend, sondern vorangehend. Ich knüpfe daran an, Herr Töpfer, mit meiner Frage an Herrn Glück, der über Jahrzehnte ja die CSU auch geprägt hat. In den 1970er Jahren hat die CSU-Staatsregierung in Bayern, im Bayerischen Wald, gegen den Widerstand der Bevölkerung dort einen Nationalpark durchgesetzt, der dann erweitert wurde. Herr Glück, bräuchte Politik heute oder bräuchten politische Entscheider heute mehr Mut, auch mal was Unbequemes zu entscheiden? Ja, letztlich ist es ja immer Führungsaufgabe, das Notwendige verständlich zu machen. Es ist natürlich einfacher, nur das Populäre zu sagen, aber das ist in der Firma genauso wie in der Politik. Wenn Wandel angesagt ist, dann ist es die Aufgabe der Führungskräfte, verständlich zu machen, was abläuft und warum Veränderung notwendig ist und welche Konsequenzen wir ziehen müssen. Nun ist das so ein lokaler Vorgang wie im Bayerischen Wald. Da waren es auch einzelne Persönlichkeiten, die das durchgestanden haben. Wie etwa damals Hannes Bilberrieder und der damalige Landwirtschaftsminister Hans Eisenmann. Das waren die beiden Schlüsselfiguren. Und da gibt es natürlich schon eine Konfliktstrecke, die schwierig ist, aber es ist durchgestanden worden. Bei dem Klima geht es natürlich nochmal in eine andere Dimension. Und von daher ist für mich eine Schlüsselfrage, wie kommunizieren wir das Notwendige? Die Pandemie lehrt uns, wir sind eine weltweite Schicksalsgemeinschaft. Was wir jetzt erleben, ist ein neues Kapitel der Globalisierung. Und das müssen wir verständlich machen, nicht drohen, sondern es ist Realität. Beim Klima ist dasselbe. Die Bilder, die wir jetzt bekommen, das sind Schockbilder. Aber ich glaube, wir müssen versuchen, ja, mehrere Dinge verständlich zu machen. Und da greife ich zurück auf eine Erfahrung runder Tisch. Das Schlüsselthema in der ganzen Angelegenheit Volksbegehren war ja letztlich, die Biene war der Sympathieträger, aber es ging ja letztlich um das Thema Biodiversität. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, obwohl Natur- und Umweltschutz für mich auch immer ein Lebensthema war, mir war zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, wie Artenschwund dramatisch im Naturhaushalt ist und welche Bedeutung das wiederum hat für Stabilität im Naturhaushalt. Und ein wichtiger Schlüssel in der gesamten Entwicklung der Sitzungen war eine gemeinsame ganztägige Tagung zu dem Thema, was ist Biodiversität? Und nur aufgrund dieser Grundlage hat man sie gegenseitig überhaupt verstanden. Und deswegen also jetzt für mich immer wieder die Frage, wie können wir verständlich machen, nicht nur drohen, und wie können wir eine Positivstrategie daraus machen, auch für die Menschen. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist etwas, das bewegt mich, aber ich habe auch nicht den Schlüssel zu der ganzen Geschichte. Nur, wir brauchen etwas, bezogen auf die Natur habe ich immer gesagt, es geht darum, dass wir Natur nicht nur konsumieren, sondern Natur verstehen lernen, dass das alles in Lebenszusammenhängen ist. Also wie können wir es in erster Linie zunächst noch besser verständlich machen, dass es eben auch auf das Verhalten der Einzelnen ankommt. Und eine letzte Bemerkung in der Runde. Für mich war ein großes Hoffnungszeichen, dass letztes Jahr im Mai, als die ersten Diskussionen waren, wie können wir denn nach der Corona-Krise, da haben wir nicht gewusst, dass das so lange dauert, aber wie können wir dann die Wirtschaft ankurbeln? Alle Präsidenten der deutschen wirtschaftswissenschaftlichen Institute gesagt haben, das darf man nicht isoliert sehen, sondern es muss sofort mit verbunden werden mit der Klimathematik. Und das heißt, da sind jetzt Einsichten da im Bereich der Wirtschaft, darauf hat der Henning auch schon hingewiesen. Da, glaube ich, müssen wir anknüpfen. Ich zitiere mal aus dem Buch. Letztlich ist die internationale Dimension entscheidend. Das schreibt Heinrich Kreft, der Inhaber des Lehrstuhls für Diplomatie an der Andrassy-Universität Budapest, in dem Buch. Herr Töpfer, Sie waren bei den Vereinten Nationen verantwortlich für den Bereich Umwelt. Welche
politische Ebene muss zurzeit schneller handeln, ich vermute alle. Aber welche Aufgaben haben denn diese internationalen Institutionen, Staatengemeinschaften? Auch natürlich ist es ganz wichtig, dass diese internationalen, die multilateralen Institutionen dieses Thema wirklich aufgegriffen haben. Das ist auch keine Überraschung. Mir ist nur die Notwendigkeit dort in besonderer Weise gefordert, wo das Handeln Realität wird. Wir sind in den Vereinten Nationen ja nicht diejenigen, die mit eigenen Geldern, mit eigenen Investitionen das umsetzen können, sondern wir müssen nur deutlich machen, wo die Ansätze sind, die wir weiterentwickeln müssen. Gehen Sie in die Frage der Energie. Als ich nach Afrika ging, war ich nach wie vor davon überzeugt, dass wir mit der Kernenergie auch da Lösungen erreichen können. Ich bin davon weggekommen. Wir müssen solche Techniken bei uns entwickeln, die fehlerfreundlich sind, bei denen man auch mal was falsch machen kann, die dezentral eingesetzt werden können. Es müssen solche Techniken sein, die demokratiefähig sind, wo Menschen mit eingebunden werden können. In Afrika werden wir bald 2 Milliarden Menschen haben. Als ich geboren wurde, waren es 500 Millionen. Es sind junge Leute, Durchschnittsalter der Bevölkerung dort zwischen 20 und 25 Jahren. Alle Leute suchen Arbeitsplätze. Wir müssen also etwas entwickeln können, was dort auch Energie erzeugt und damit wirtschaftliche Perspektive schafft und nicht wiederum die Fehler macht, die wir mit unserer wirtschaftlichen Entwicklung gemacht haben. Also hier sind Aufgaben, die wir dringlich brauchen in der Wissenschaft, in der industriellen Umsetzung, der wirtschaftlichen Umsetzung und natürlich in den Finanzmärkten. Und ich bin ja mit Alois Glück voll und ganz einer Meinung. Jawohl, dies ist eine Frage, in der wir auch und gerade die ethischen Dimensionen mit hinaufnehmen müssen. Wir waren beide Mitglieder der Ethikkommission zum Ausstieg aus der Kernenergie. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es uns gelingen muss, auch auf diesem Gebiet neue Akzente zu setzen. Wenn ich mich nur mit dem Möglichen beschäftige, bin ich in der Vergangenheit bestenfalls in der Gegenwart. Wir sehen, dass wir mit rasender Geschwindigkeit in eine Zukunft laufen, in dem das Notwendige gemacht werden muss. Und ich sage nochmal, ich sehe in der Bevölkerung zunehmend sehr viel Verständnis dafür. Wir haben schon so etwas wie eine Revolution der Nachhaltigkeit. Und wie bei Revolution immer, da kannst du mitgehen und getrieben werden oder du kannst treiben, du kannst Gestalter sein. Dann, Herr Töpfer, Herr Glück, reden wir über die Umsetzung. Es ist ja Bundestagswahlkampf, der Hauptkonkurrent der Union sind die Grünen. Und Gerd Müller schreibt in dem Buch, wir leben über unsere Verhältnisse. Und es geht darum, wie kann Politik umsetzen, eins der großen Ziele beim Klimaschutz, die CO2-Reduktion. Konservative Politiker sagen da oft, das muss über Anreize gehen, das muss über Förderung gehen, es muss Klimaschutz ohne Verzicht möglich sein mit technischen Lösungen. Herr Glück, wie sehen Sie das? Wird das reichen? Ich glaube, der Hebel ist dort, was Ottmar Edenhofer ja sehr intensiv beschreibt, über die Bepreisung von CO2. Wir werden nur mit Verboten beispielsweise das Thema nicht lösen können. Dann entwickeln die Leute eine Fantasie, wie kann man das umsteuern. Es muss interessant werden für den Wettbewerb der Ideen, für innovative Aspekte. Natürlich müssen wir auch deutlich machen, Leute, so wie wir jetzt leben, leben wir auf Kosten unserer Kinder und Enkel. Und das ist etwas, was durchaus für die meisten Menschen zugänglich ist. Nur der Appell allein löst es auch nicht. Und wir können nicht im Detail irgendwo Verhalten reglementieren. Also brauchen wir vor allen Dingen auch positive Instrumente. Aber es wird zunehmend auch Konflikte geben. Ich gehe mal in den Bereich der Landwirtschaft. Wir haben ein Agrarsystem weltweit, dass die Landwirte zur ständigen Intensivierung treibt. Das ist ein System, die Weltagrarpolitik, die deutsche Agrarpolitik, das heißt die europäische und daraus wieder abgeleitet, ständige Intensivierung, ein System auf Kosten der natürlichen Lebensgrundlagen,
und auf Kosten der Familien. Jetzt kommen wir aber da in eine schwierige Systemdebatte hinein, gerade Agrarreform auf der europäischen Ebene, weil es natürlich die einheitliche Position der Landwirtschaft nicht gibt. Aber es ist unvermeidlich so, dass wir Umstellungen in der Landwirtschaft brauchen, dauerhaft naturverträglich. Dass das Fördersysteme organisiert werden müssen. Es gibt Konflikte. Wenn ich sehe, allein in Deutschland die Interessenslage der großen Betriebe im Osten Deutschlands ist anders. Wenn wir das nicht durchstehen wollen, dann führen wir sonst gleichzeitig die Landwirtschaft in der Sackgasse. Aber der entscheidende Hebel ist insbesondere die CO2-Bepreisung. Und da müssen wir den Mut haben, die Dinge ja beim Namen zu nennen. Und daraus ergibt sich dann schon auch eine Interessenslage, die Dinge zu verändern. Herr Töpfer, Technik, Anreize, CO2-Bepreisung, sind das auch Ihre Mittel der Wahl beim Thema CO2-Reduktion? Ja, es muss auch mal einen Punkt geben, wo ich mit meinem Freund und Kollegen Alois Glück nicht immer einer Meinung bin. Ja, sicher, Preise sind ganz wichtig. Ich habe mal von meinem finanzwissenschaftlichen Lehrmeister an der Universität den schönen Satz gehört, wer mit Steuern steuern will, wird nie das Ziel erreichen. Steuern haben andere Funktionen. Also ja, wo Preise wirken, sollte man es machen. Aber ich bin und bleibe der Meinung, wir sind ein Rechtsstaat. Und ich wehre mich dagegen, dass dort, wo Recht gesetzt wird, man sagt, das sind Verbote. Das sind Gebote, Grenzen. Der Staat muss Grenzen setzen, muss Ordnungsrecht einsetzen. Nebenbei, die ganze Umweltpolitik, die ich auch mit zu verantworten habe und die hinterher auch wieder weitergeführt worden ist, nebenbei auch von Angela Merkel, ist eine Politik, die nicht über Preise gegangen ist, sondern immer über Ordnungsrecht. Wir haben FCKW doch nicht verboten, dadurch, dass wir einen Preis für den damit verbundenen chemischen Stoff festgelegt haben. Wir haben es verboten zu nutzen mit einer Übergangsfrist, mit Grenzwerten, wunderbar kontrolliert eingehalten. Das Thema ist gelöst worden. Dasselbe haben wir gemacht im Zusammenhang mit dem Waldsterben damaliger Form. Das war SO2. Meine, dagegen ist das heutige Waldsterben ja geradezu was ganz anderes. Wir haben keinen Preis für SO2 gemacht, sondern wir haben eine Großfeuerungsanlagenverordnung gemacht und damit gesagt, alle diejenigen, die zu viel SO2 emittieren, können das nicht mehr machen. Also ich bin ein großer Verfechter auch des Ordnungsrechts. Und ich glaube, dass wir das auch in dieser überlebensnotwendigen Form dringlich brauchen. Dafür ist mir das Preisinstrument zu wenig treffsicher. Es ist mit sozialen Konsequenzen verbunden und ich glaube nicht, dass wir es wissen. Das heißt nicht, dass wir verzichten auf technologischen Fortschritt. Ich habe gerade mitgewirkt an einer Videokonferenz für die MENA-Staaten, also für Mittlerer Osten und die nordafrikanischen Gegenden. Wenn Sie sehen, was dort im Wasserstoffbereich vorankommt, welche großartige Investitionen dort gemacht werden, in Oman, am Golf, wo auch deutsche Firmen massiv dran mitarbeiten, Siemens, ThyssenKrupp und viele andere. Das nur zu Ihrer Frage der Arbeitsplätze. Ein großer Ökonom aus Österreich hat vor vielen Jahren mal gesagt, es gibt sowas wie die schöpferische Zerstörung. Und ich gehe gerne auf das ein, was Alois Glück gesagt hat. Wenn ich mir die Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland ansehe, sehe ich eine permanente Abnahme der Betriebe. Der einzige Teilbereich, der wächst, ist die Zahl der Ökolandwirte. Der wächst deutlich an. Also Sie sehen, der Mensch muss mitspielen. Die Revolution läuft. Die Menschen wollen wissen, wo kommt was her. Sie wollen es wirklich anders haben als bisher. Nicht alle schon, aber zunehmend. Aber was sagt man so schön? Der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt und da haben wir schon mehrere getan. Da können wir schon sehr froh drauf sein. Letztes Beispiel dafür nur, wir haben angefangen, Solarenergie zu entwickeln. Hermann Scheer von den Sozialdemokraten dabei und viele andere führend dabei. Da zahlte man für eine Kilowattstunde Solarstrom fast 1 Euro.
Heute zahlst du in der sonnenreichen Gegend dieser Welt 1 Euro Cent. Es gibt keine billigere Energie als diese. Das ist der Beitrag, den Technik leistet. Und das ist der Beitrag, den wir dringlich brauchen, um eine Welt mit bald 8 Milliarden Menschen in eine Zukunft zu führen, die sowohl wirtschaftliche Stabilität als auch Klima- und Umweltperspektiven erhält. Es ist in Videoschalten schwieriger, die Mimik zu deuten, aber Ihre war jetzt so deutlich, ich glaube, Sie wollen da noch mal was drauf erwidern. Ja, einmal, natürlich brauchen wir moderne Technik und natürlich brauchen wir das Ordnungsrecht. Und zu allen Zeiten war es so, dass wir, meinetwegen beginnen damals mit dem Hausmüll, mit Abfall und ähnlichen Dingen mehr, oder dann mit dem Katalysator und bleifreies Benzin eine Kombination brauchen, was unmittelbar schädlich ist, muss verboten werden. Und Anreize, damit Neues von, also sich entwickelt, und da spielt die Technik eine große Rolle. Nur wenn wir ausschließlich von der Technik sprechen, habe ich die Sorge, dass die Leute glauben, aha, da brauchen wir uns selbst nicht verändern, die Technik wird die Dinge schon regeln. Also die Dinge müssen wir miteinander in eine Verbindung bringen. Und gleichzeitig sehen, wo liegen die realen Handlungsspielräume. Und da, Klaus Töpfer, komme ich zurück auf den runden Tisch biologischer Landbau. Das Volksbegehren hat das Ziel, 30% Anteil bis zur bestimmten Jahresfrist ökologischer Landbau. Daraufhin haben die Verbände, wir haben da leider schon wieder 3 Verbände ökologischer Landbau oder biologische Landwirtschaft erklärt, wenn das mit staatlichen Mitteln so hochgetrieben wird, bricht unser Markt zusammen. Das heißt, es gibt einen begrenzten Bereich. Ich muss schauen, dass auch die traditionelle Landwirtschaft, die sogenannte konventionelle Landwirtschaft, naturverträglich, dauerhaft naturverträglich wirtschaftet und wirtschaften kann. Die stehen ja nicht gegeneinander, aber eine Lösung allein, Technik, weiß Gott, wichtig, ohne dem können wir viele Dinge sonst nicht lösen. Aber die Technik zu absolut im Vordergrund, da habe ich nur Sorge, aha, jetzt schauen wir mal, bis es moderne Technik gibt. Und in dem Gesamtsystem hat nach meiner Überzeugung die Bepreisung schon eine ganz große Bedeutung, Bepreisung von CO2. Nicht das Alleinmittel, aber es ist ein ganz wichtiger Träger von Innovation. Ich freue mich, Herr Glück, dass Sie am Ende wieder auf die Innovation zurückgekommen sind. Das ist ja genau das, was ich auch gemacht habe. Und ich will um Gottes Willen nicht die konventionelle Landwirtschaft, die eine gute, hervorragende Produktion von Lebensmitteln ermöglicht, ausspielen gegen die andere. Ich sage nur, dass die Bürgerinnen und Bürger zunehmend wissen wollen, wo kommt das her, was ich esse, was ich trinke. Was ist die Basis und wie kriegen wir diese regionale Komponente wirklich stärker hinein? Eine tolle Chance. Und ich sage noch einmal, schöpferische Zerstörung heißt, dass man nicht auf dem Alten beharrt, sondern diesen Umbruch nutzt, um neue Strukturen zukunftsfähig zu entwickeln für die jungen Menschen, die heute heranwachsen. Also ich weiß, dass wir uns mit Sicherheit immer wieder treffen in unserer Meinung. Und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie gesagt haben, jawohl, es ist nicht das Allheilmittel. Da sind wir ja schon ein gutes Stück genau zusammen. Und wir brauchen natürlich Ordnungsrecht in einem Rechtsstaat. Sie beide brauchen nicht mal eine Moderatorin, merke ich. Es ist alles sehr friedlich, auch wenn in der Sache nicht ganz einig. Herr Glück, Sie haben jetzt schon, ich habe es mehrfach erwähnt, Sie auch den runden Tisch Artenschutz, den Sie ja leiten. Sie haben die zerstrittenen Kontrahenten an einen Tisch gebracht. Jetzt, wenn man über Klimaschutz debattiert, gibt es da auch sehr unterschiedliche Interessen. Bräuchte es gesamtgesellschaftlich eine Art runden Tisch, wo man diesen gesellschaftlichen Konsens herstellt? Nein, ich glaube nicht, dass es über die Art des gesamtgesellschaftlichen Konsens möglich ist. Es gibt einen sehr konkreten Ansatzpunkt, auch wieder bis hinein in diese Fragen Landwirtschaft und runder Tisch etc. Das ist dieses Ziel Klimaneutralität bis 2050 oder ein bisschen früher, wenn es denn geht. Dieses ist nur erreichbar, wenn wir die Aufnahmefähigkeit von CO2 massiv steigern. Wie geschieht es?
Das sind einmal die Feuchtgebiete, die ganze Problematik, die wir mit den Entwässerungen betrieben haben. Die Feuchtgebiete sind, haben eine ganz wesentliche Rolle dafür, gesunde Waldböden, wobei der Wald insgesamt jetzt in einer schwierigen Situation ist. Einerseits die Klimaveränderungen, die Frage aufwerfen, welche Art von Wald ist auf Dauer möglich, gleichzeitig aber eben auch vielfältige Wälder, einen Boden zur Grundlage haben, der für die CO2-Speicherung wichtig ist. Und letztlich ist dann der Gesamtkomplex, der da auch stark reinspielt, Holz und Bauwesen. Da kommen wir dann in die Kommunalpolitik, aber das kommt später. Aber diese Speicherungsfähigkeit, diese Strategie, das ist etwas, was wieder ganz unmittelbar auch Chancen bietet für die Landwirtschaft, aber wo wir uns immer in der Nutzung der Natur umstellen müssen. Ich würde sagen, das kommt nicht später, die kommunale Ebene, sondern jetzt mit unseren nächsten beiden Gästen. Vielen Dank, Herr Töpfer, vielen Dank, Herr Glück, für Ihre Zeit, für Ihre Erfahrung und für Ihr Wissen. Toll, dass Sie dabei waren und jetzt auch noch weiter zuhören. Gerne. Nun trifft kommunaler Pragmatismus auf Wissenschaft. Christian Bernreiter ist hier, er ist der Landrat des Landkreises Deggendorf in Niederbayern und er ist der Präsident des Bayerischen Landkreistages. Und Doris Hermle ist Promotionsstipendiatin der Hans-Seidel-Stiftung, sie ist Geografin und die jüngste aller Teilnehmenden heute. Das heißt, sie wird am längsten auch die Auswirkungen des Klimawandels im Normalfall selbst erleben. In dem Buch Eva Weber wurde schon erwähnt, die Oberbürgermeisterin von Augsburg, die zählt da auf, was die Kommunen leisten können. Gebäudedämmung, Dächer für Solarenergie nutzen, klimafreundliche Mobilität, Industrie, Gewerbe, Privathaushalte und die Ehrenamtler sollen alle gemeinsam mit anpacken. Und ihr Landsmann Olaf Heinrich, niederbayerischer Bezirkstagspräsident, sagt, Kommunen können Vorbilder sein. Herr Bernreiter, wie ist denn die Rolle der Landkreise, der Städte und Gemeinden beim Klimaschutz? Ja, die beiden, die Kolleginnen und der Kollege, haben das sehr richtig aufgezeigt. Wir müssen zum einen selber mit gutem Beispiel vorangehen bei den eigenen Einrichtungen, kommen dann sicherlich noch drauf. Auf der anderen Seite müssen wir auch moderieren, müssen motivieren und müssen auch beraten. Also da läuft bereits sehr viel. Aber wir müssen uns hier gemeinsam auf den Weg machen. Also wir sind mitten im Prozess. Corona hat es jetzt ein bisschen ausgebremst, sonst wären wir bestimmt schon einen Schritt weiter. Aber da gibt es noch viel zu tun. Aber es gibt natürlich auch da negative Auswirkungen. Wir müssen das alles insgesamt auch schultern können. Olaf Heinrich weist auch auf die sozialen Verwerfungen, die möglichen, darauf hin. Wenn wir auf der einen Seite Gebäude dämmen, alles modernisieren, dann wirkt sich das auch natürlich auf Mieten aus, auf die Baupreise. Und da sind wir leider momentan mittendrin. Also die letzten beiden Jahre, auch heuer wieder, gibt es hier riesige Sprünge, was die Materialpreise entsprechend betrifft. Und darum müssen wir das zusammenbringen. Also man muss immer das große Ganze sehen. Ja, wir haben keine Zeit mehr. Wir dürfen das nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag schieben, aber wir müssen es eben halt gemeinsam bewältigen können und auch finanziell stemmen können. Frau Hermle, wie schauen denn Sie mit Ihrem Forschungs-Background auf die ganze Debatte? Das Studium, es war geprägt durch Theorien von Karl von Karlowitz, das ja noch schon losging mit nachhaltiger Forstwirtschaft. Das ging weiter mit dem Report vom IPCC, vom Weltklimarat. Im Prinzip, es ist so, dass meine Generation, wir im Prinzip, alles, was bisher passiert ist, das spüren wir heute. Und Klima, wir sprechen beim Klima von einem Zeitraum von 30 Jahren. Alles, was wir jetzt an extremer oder an starken Sommern oder Frühjahren erfahren, das sind letztendlich kurze Wettererscheinungen. Und mit unserem aktuellen Blick, wo wir jetzt sagen, okay, die vergangenen 5 bis 10 Jahre, die greifen zu kurz. Aber man sieht schon, dass sich langfristig eben diese Proxys, also diese Klimazeiger, wie eine Verbreitung von Zecken, jetzt mal ganz anschaulich, oder der Rückgang der Gletscher, anthropogener Klimawandel ist. Und das ist nicht von der Hand zu weisen. Es ist 5 vor 12. Schauen wir mal, was Sie beide auch so sozusagen mitbringen als Vertreter von. Sie, Frau Hermle, als Vertreter Ihrer Generation, wie bewusst ist da die Klimaproblematik? Also ich denke, sie ist durchaus bewusst, nicht nur durch Fridays for Future. Da herrscht so eine Diskrepanz. Also zum einen sind wir uns schon dessen bewusst, dass man nachhaltig handeln soll.
dass man einen CO2-Fußabdruck hat, dass man Plastik vermeiden soll. Ich kenne genug Menschen mittlerweile, die verzichten auf die Plastikwindeln. Und gleichzeitig steht es aber in einer ganz argen Diskrepanz, dass wir heutzutage einfach viel, viel mobiler sind und man schon auch mitkriegt, dass man zum Surfen nach Bali geht. Ich meine, es gibt auch die Eisbachwelle, aber dass man halt diese Mobilität äußert in Langstrecke, Langflugreisen. Das hat es vor 30, 40, 50 Jahren in der Form definitiv nicht gegeben. Mhm. Und mal schauen, wie es nach Corona dann, ob das wieder sozusagen Reisetätigkeit zunimmt. Herr Bernreiter, Sie aus dem Landkreis Deggendorf, es ist ländlich, die Leute sehen zwar viele Autobahnen, aber auch viel Natur. Die Leute brauchen ihr Auto für alles, meistens. Ne? Wie stark haben die ein Bewusstsein für den Klimawandel? Und sind, ich meine, ein höherer Spritpreis trifft die im Geldbeutel sofort, ne? Ja, also zum einen ist natürlich das Thema bei uns auch sehr präsent. Leider haben wir das ja erleben müssen. Also in meiner jetzt 19-jährigen Amtszeit habe ich Schneekatastrophe gehabt. Hochwasser? Ich habe Hochwasser wiederholt gehabt, eine Jahrhundert-Hochwasserkatastrophe. Wir haben große Stürme gehabt mit verheerenden Schäden. Also das leugnen das eigentlich nur Ignoranten. Auf der anderen Seite haben Sie es angesprochen, wir sind auf Mobilität im ländlichen Raum angewiesen und das trifft hier natürlich verstärkt die Bevölkerung bei uns. Darum sind wir auch in der Diskussion, wie kann man das ausgleichen. Wir müssen, da bin ich jetzt bei den beiden Vorrednern, schon auch auf technische Innovationen entsprechend setzen. Da ist ja die letzten Jahre viel passiert. Wir müssen da weiter dranbleiben, können nicht nur strikt auf Elektromobilität setzen, weil da müsste man auch mal die Energiebilanz dann auswerten. Und mir geht es immer schon um das große Ganze. Wie schaut die Geschichte aus? Was kann man damit bewirken, dass wir da vorankommen müssen? Ich glaube, das ist unstrittig. Und wir werden da auch die nächsten Jahre mit gemeinsam anschieben müssen. Und mir hat auch das sehr gut gefallen. Auch die Wirtschaft sagt es, wenn es jetzt dann wieder aufwärts geht, wenn auch Programme gemacht werden, muss man es natürlich mit Klimaschutz, mit Ökologie entsprechend verbinden. Das kann ja auch ein Arbeitsplatzmotor werden. Wenn man jetzt sagt, auf dem Land ÖPNV-Ausbau, hat das eine Zukunft nach Ihrer Einschätzung oder muss es eine Art des Individualverkehrs bleiben, der CO2-freundlicher ist? Ja, letzteres. Wir müssen beides machen. Also das ist wieder so ein Thema, das muss man wirklich differenziert betrachten. Wir haben viele Dinge hier angeschoben, Rufbussysteme, On-Demand-Systeme, was alles auch entsprechend funktioniert, aber jetzt flächendeckend ab 5 Uhr morgens ein ÖPNV zu gewährleisten, das ist weder wirtschaftlich sinnvoll noch ökologisch. Ich bin sehr wohl letztes Jahr im Kommunalwahlkampf gefragt worden, Landrat, hast du schon mal den Bus von Deggendorf nach Grafenau angesehen am Sonntag, wie viele Leute da mitfahren? Und ist es sinnvoll, hier einen 70-Mann-Bus fahren zu lassen, der in der Stunde 30 Liter braucht? Also die Leute denken da auch schon mit und wir sind so weit verstreut. Wenn ich mir nur kleine Ortschaften anschaue, wo die dann arbeiten, in welchen Altenheimen, in welchen Kliniken, wann die Schicht beginnt. Also das kann man mit dem ÖPNV nicht abbilden. Darum brauchen wir in diesen Randzeiten, brauchen wir auf alle Fälle Individualverkehr. Und ich sage, ein E-Auto oder ein 3-Liter-Auto ist ökologisch mindestens so wertvoll als ein ÖPNV, wenn ich hier mit einem 20-Sitzer rumfahre. Sonst muss ich nämlich für jeden, den ich transportieren muss, einen eigenen Fahrrad zur Verfügung stellen. Also es passt nicht. In den Kernzeiten, da sind wir dabei. Da müssen wir, also da kann man wirklich viel vereinheitlichen. Man kann günstige Tarifangebote machen. Wir reden ja über 365-Euro-Ticket. Auch da wollen wir im ländlichen Raum profitieren. Da sind wir dabei, aber auch sind wir wieder bei Corona. Momentan wird es leider nicht angenommen, weil aus Vorsichtsmaßnahmen viele jetzt den ÖPNV im ländlichen Raum auf alle Fälle meiden. Aber das sind jetzt die Ansatzpunkte, da wollen wir auch vorankommen, wollen wir auch den Servicegedanken voranbringen. Wir haben Apps kreiert, wohin du willst. Man kann sich einbuchen, es ist nicht mehr so kompliziert, dass ich ein Studium brauche, um den Fahrplan zu lesen. Also ich glaube, da sind wir dabei. Und in diesen Kernzeiten, da macht es durchaus Sinn, da ist es auch ökologisch wertvoller, wenn viele in einem Gefährt fahren und sich nicht dann jeder auf das eigene Auto entsprechend verlässt. Also da, glaube ich, gibt es auch viele Ansatzpunkte, aber man muss es auch wieder ganzheitlich sehen und nicht nur so holzschnittsartig. Also eine Kombination aus vielem. Frau Herrmle, CO2 ist ein großer Faktor. Welche Möglichkeiten sehen Sie da in puncto Mobilität? In puncto Mobilität, mich ärgert es manchmal, wenn ich sehe, dass der Zug nach Berlin teurer ist als ein Inlandflug in Deutschland. Und das ist nicht nur deutschlandweit der Fall, das ist auch europaweit der Fall.
wenn wieder eine Werbung von Lufthansa reinflattert für 87 Euro nach Porto. Der Zug nach Berlin, ich wollte den 4-Stunden-Zug schon nutzen, er ist wirklich teuer. Und dann ist die Frage, ich reise vielleicht komfortabler mit dem Auto für ein gleiches Geld, das sollte nicht der Anreiz sein. Wenn wir zum Thema Mittelstand, Wirtschaft schauen, der ja auch für Sie wichtig ist, wie sehen denn die Unternehmen in Ihrer Region diese internationale Konkurrenz, gerade mit Blick auch auf Energiepreise? Ja, das wird natürlich schon sehr kritisch beäugt. Ich habe bei mir im Landkreis auch sehr energieintensive Betriebe, wenn ich an eine Papierfabrik denke, die braucht so viel Strom wie der Rest des Landkreises mit der ganzen anderen Industrie zusammen. Und da mache ich mir natürlich schon Sorgen, wenn diese Investition einmal abgeschrieben ist, wird Deutschland bestimmt nicht mehr Standort sein. Und es gibt viele andere Bereiche, und darum müssen wir das schon internationalisieren. Wir brauchen die gleichen Wettbewerbsbedingungen weltweit, weil wenn wir in Deutschland das alleine durchziehen, ja, dann werden wir viele Arbeitsplätze entsprechend verlieren, was dann wieder zu Verwerfungen im Sozialbereich führt. Das können wir auch nicht wollen. Darum ist es schon wichtig. Also ich bin da auch sehr froh, dass die USA jetzt wieder mit dabei ist. Wir müssen aber auch natürlich China und die anderen großen Player dazu bringen, dass sie mitmachen, weil wir haben nur die eine Erde. Und wenn hier billigst produziert wird, dann auf Kosten aller anderen, man weiß ja nicht, was derzeit alles im Hintergrund schon für Handelskriege geführt werden. Es gibt Rohstoffknappheit. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch alles gesteuert ist. Was sagen Sie denn so einem Unternehmer aus Ihrer Region? Sie haben Interesse, dass der bleibt. Der trägt Wohlstand in Ihrer Region. Und der Herr Glück hat gerade gesagt, Politiker müssen halt zu schwierigen Entscheidungen auch stehen. Was sagen Sie dem? Wenn ich ihm sage, ja, ist halt so, du kannst jetzt hier nicht mehr produzieren, da wird man nicht viel Lob ernten. Ich bin eigentlich bekannt, dass ich immer eine deutliche Aussprache habe und die Dinge beim Namen nenne und auch die Wahrheit anspreche. Aber wir müssen natürlich, die Wettbewerbsbedingungen müssen gleich passen, weil sonst schauen wir dann irgendwann den anderen hinterher. Wir sehen nur noch die Rückleuchten und das können wir nicht wollen. Darum ist es schon wichtig, wenn man jetzt europaweit auch schaut, dass man auf Nachhaltigkeit setzt, dass man auch bei der Finanzierung diese Dinge mit anspricht. Das Bankensystem schaut ja schon, was darf ich noch, wem darf ich noch Kredite ausreichen. Es wird schon gemacht, aber wir müssen das dann halt auch europaweit umsetzen. Nicht, dass das nur am Schluss wieder in Deutschland umgesetzt wird und die anderen Südländer oder so, die sagen, ja, es steht zwar im Gesetz, aber wir kontrollieren das nicht. Da haben wir immer ein Problem und darum müssen wir das wirklich, die Akzeptanz muss eigentlich in Europa überall vorhanden sein. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Mhm. Wie sehen Sie das, Frau Hermle? Als Vorbild vorangehen, als Bayern, als Deutschland und riskieren, dass es Wettbewerbsnachteile gibt? Oder muss Bayern da vielleicht auch mal auf die Bremse und schauen, dass es im EU-Kontext alles passt? Also es hat mich vorhin unglaublich gefreut, dass Bayern seit schon 50 Jahren dieses Umweltministerium hat und da auch vorangeht, das zu hören. Aber ich kann Herrn Bernreiter nur zustimmen. Wir haben Deutschland im internationalen und im europäischen Vergleich haben wir unglaublich hohe Energiepreise. Und das nicht nur für den einzelnen Verbraucher, sondern auch für die Industrie. Und das sehe ich schon durchaus auch kritisch, dass wir da international den Anschluss verpassen. Wenn man in anderen Ländern günstiger produzieren kann, ganz klar werden Standorte ins Ausland verlagert. Im Prinzip, da wo der Strom am günstigsten ist oder eine Ressource am günstigsten ist, da geht man am verschwenderischsten damit um. Das liegt in der Natur der Sache. Und auch die Natur fließt dahin zum Weg des geringsten Widerstandes. Und wenn die Energiepreise in einem anderen Land günstiger sind, dann würde ich mir schon Gedanken machen, eine Tochtergesellschaft dort aufzubauen. Mhm. Leider. Mhm. Ja, also ich fände es schon gut, dass man da gemeinsam dann versucht, an einem Strang zu ziehen und dass das auch vielleicht im Rahmen vom Green Deal möglichst versucht umgesetzt werden wird. Mhm. Und wenn man sowas dann auch tatsächlich sieht, dass das auch passiert und geschieht, dann hat man vielleicht auch einem Unternehmer gegenüber wieder eine Argumentation und sagt, ja, es wird besser oder andere zahlen auch bald mehr und werden aber dann auch kontrolliert, dass das auch so funktioniert. Also gemeinsame Regeln und gemeinsame Kontrolle der Einhaltung der Regeln, wenn ich Sie beide richtig verstehe. Genau. Jetzt hatten wir gerade schon diskutiert das Thema Anreize oder Ordnungspolitik. Frau Hermle, wo stehen Sie da? Geht es über eine alleinige CO2-Bepreisung oder braucht es, wie der Herr Töpfer sagt, er spricht nicht von Fair, sondern Geboten? Ich fand es interessant, die Argumente beider Seiten zu hören. Und ich würde ehrlich gesagt schon auch Richtung ein sowohl als auch gehen. Wo es relevant ist, wäre eine Ordnungspolitik angebracht.
Erst durch Verbote wie zum Beispiel FCKW oder die Vermeidung der Plastiktüten im Supermarkt wird es dann auch am Ende des Tages umgesetzt. Und das führt ja auch wieder zu einer Bewusstseinsbildung, dass die Menschen aufmerksamer drauf werden. Ich verzichte jetzt hier mal auf das Plastiksackerl und finde eine andere Option, eine andere Lösung. Auf der anderen Seite darf man durch eine Ordnungspolitik nicht zu viel Unmut irgendwo auch stiften. Und auch gerade wenn es zum Beispiel um die Bahnreise geht, dass man wirklich auch Anreize schafft. Und man hat auch gesehen, wie stark der Photovoltaik- oder der Warmwasser-Solarzellenausbau in Deutschland stattgefunden hat, aufgrund von Anreizen. Mhm. In welchem Team sind Sie? Es kommt darauf an, was man mit Verboten oder Geboten regeln möchte. Wir sind ja gerade dabei, gerade jetzt. Heute ist wieder ein Tag, an dem ein großer Wechsel vorsteht. Wir haben viele Gebote und Verbote beim Bereich Corona. Mhm. Leider wird es nicht so eingehalten, wie wir uns das alle entsprechend wünschen, mit den bekannten Folgen. Und darum kann ich mir auch zum Beispiel kein Gebot oder Verbot von Verzehr von Fleisch vorstellen. Es kommt immer auf das Einzelne drauf an. Mhm. Wir haben vorher die Beispiele gehabt, dass Asbest oder FCKW solche Dinge verboten können. Ich glaube, das kann man umsetzen. Da bin ich ganz klar dabei. Die anderen Dinge müssen über den Preis entsprechend geregelt werden. Wir müssen auch schauen, sagen wir jetzt in der Zeit, wir haben jetzt sehr viel Geld, heute ist auch der Nachtragshaushalt beschlossen, wir haben 60 Milliarden erneut zusätzliche Kreditaufnahme. Es muss alles entsprechend finanziert werden. Das Geld fehlt jetzt an der Stelle, wenn man das alles statt Corona einsetzen hätte konnte für den Klimawandel, dann hätten wir viele Dinge auch entsprechend regeln können. Und darum muss man das jetzt wirklich geschickt angehen. Wo kann ich Anreize schaffen? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wir haben alles Glück gehabt, auch das Thema Landwirtschaft angesprochen. Mhm. Wir haben hier auch der Bauernverband, die Landwirte klagen über zu viel Flächenverbrauch. Mhm. Dort wird aber auch eine Ausgleichsfläche als Flächenverbrauch angesehen, weil auch die der Landwirtschaft entzogen wird mit allen negativen Folgen. Und darum setze ich eigentlich schon lange drauf. Wir brauchen hier eine Veränderung. Wir müssen schauen, wie wir in dem Bereich auch finanzielle Ressourcen schöpfen können. Ich könnte mir vorstellen, ich kann heulen. Bevor Sie skizzieren, vielleicht ist nicht jedem klar, das mit den Ausgleichsflächen. Ja. Ein Unternehmer bei Ihnen will anbauen, versiegelt eine Fläche. Dafür muss er eine landwirtschaftliche Fläche kaufen, die stillgelegt wird, ökologisch wertvoll ist. Der Landwirt hat weniger Ackerfläche. Genau. Und jetzt kommt Ihre Idee. Ja, und so ist in allen Bereichen, auch wenn Sie ein Haus bauen, auch dort ist im Bebauungsplan geregelt, wie viel Ausgleich Sie schaffen müssen. Also wir schaffen auf der einen Seite viel Ausgleich, was gut ist, aber es muss auch hinterher bewirtschaftet werden. Von Kommunen zum Beispiel, von Landschaftspflegeverbänden kostet alles auch sehr viel Geld. Und wir sind in einem Wettbewerb, was die Landwirtschaft, Ausgleichsfläche, Bebauungsflächen. Und da müsste man jetzt eigentlich einschreiten und sagen, wo kann ich andere Dinge entsprechend generieren, wo kann ich auch finanzielle Ressourcen schöpfen. Da bin ich zum Beispiel, könnte heulen, wenn ich auch bei mir vom Fenster rausschaue und sehe, was gerade die letzten 2 Jahren in dem Wald passiert ist. Sie kommen auch aus dem Bayerischen Wald, Sie sehen jetzt, wie viel der Borkenkäfer hier, wie stark der zugeschlagen hat und wie viele Kahlflächen es gibt. Darum ist, glaube ich, die beste CO2-Aufnahme, wenn man hier entsprechend versucht, einen klimaresistenten Wald nachzupflanzen. Wir waren als Landkreis hier auch tätig. Ich möchte auch da weiterhin tätig bleiben. Aber es müsste zum Beispiel dafür eine Gutschrift geben auf einem sogenannten Ökokonto, dass das entsprechend finanziert wird. Wir brauchen hier neue Ideen, wie wir auch finanzielle Mittel, Ressourcen hier schöpfen können. Ich glaube, ich habe mit vielen diese Idee besprochen. Wir setzen es auch um. Da wären viele auch bereit und sehen auch einen sinnvollen Beitrag, dass wir hier jetzt diesen Ausgleich untereinander auch hinbekommen. Der Herr Glück war ja ausführlich auch zu den konkreten Beispielen vor Ort. Frau Hermle, was ist aus Ihrer Sicht da wichtig, was man jetzt in Sachen Renaturierung, CO2-Speicher machen kann? Also Ausgleichsfläche Wald klingt gut. Ich denke, dass man da dabei vor allem dann im Blick haben muss, langfristig der Baum oder der Wald, der speichert das CO2, aber er speichert es bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn fälle. Und je nachdem dann etwas mit ihm mache, wenn ich ihn zum Heizen verwende, dann geht mir das CO2 wieder in die Atmosphäre. Man müsste halt dann schauen, was wird dann mit dem Holz gemacht? Geht es in Bauholz über? Was macht man da damit? Und ich meine, Schutzwald sollte halt Mischwald sein, wegen Borkenkäfer. Ist auch ein interessantes Thema, gerade wenn es um Thema Hochwasserschutz geht. Er nimmt sehr, sehr viel Wasser auf, bildet Grundwasser, sehr interessant.
und dann eben auch Hangerosion, Hangschutz. Ich arbeite selber im Bereich der Hangbewegungen oder dann auch im Bereich Waldbrand. Das wird auch mehr und mehr Thema werden. Das kriegt man mit, wenn man in Tirol länger lebt. Da brennt es häufiger mal ein Wald aufgrund von der Dürre, von der Thema Trockenheit. Herr Bernreiter, jetzt verweisen politische Ebenen immer gerne aufeinander, wer zuständig sei und handeln müsse. Was bräuchten Sie konkret, wenn Sie sich drei Wünsche haben an Bayern, Berlin, die EU? Was bräuchten Sie, damit im Klimaschutz wirklich was vorangeht bei Ihnen im Landkreis? Ja, wo fangen wir an bei der EU? Also ich würde mir wünschen, dass wir die EU europaweit dann gleiche Wettbewerbsbedingungen schafft. Wir waren bei dem Thema Energie. Das geht eigentlich nur gemeinsam in unserem europäischen Markt und darüber hinaus. Beim Bund wäre ich dafür, das habe ich gerade angesprochen, dass man eben Regularien findet. Wie kann man schnell auch finanzielle Ressourcen kreieren und schöpfen, die dann, wie bei dem angesprochenen Beispiel mit dem Wald, dann auch entsprechend umsetzen kann, dass man auch die gesellschaftlichen Gruppen hier, wie Alois Glück angesprochen hat, weiter in einen, ja, zusammenhalten kann und nicht einen gegen den anderen entsprechend ausspielt. Und der Freistaat Bayern, da geht es natürlich schon darum, dass er uns auch als Kommunen finanziell weiterhin unter die Arme greift, dass wir all die Dinge, die wir umsetzen möchten und müssen beim ÖPNV, aber auch natürlich vor Ort bei den Pflegemaßnahmen, bei Gewässerrandstreifen, all diesen Dingen. Wir haben jetzt Biodiversitätsberater bekommen, vereinzelt, das geht jetzt voran. Ohne finanzielle Unterstützung durch den Freistaat Bayern werden wir das als Kommunen alleine nie stemmen können. Frau Hermle, Sie dürfen sich, haben auch drei Wünsche frei, Sie dürfen sich die politischen Ebenen gerne auch die Weltgemeinschaft aussuchen. Was würden Sie sich wünschen, wer handelt und mit drei Schritten und das bringt den Klimaschutz nach vorne? Langfristig, wir haben es jetzt gesehen im Bereich von Corona, es ist möglich, das Vertrauen existiert mehr und mehr, dass Menschen auch von zu Hause aus arbeiten dürfen. Gerade im Großraum München und in anderen Großräumen in Deutschland, Pendelzeit, circa eine Stunde, das wird in Kauf genommen, das gehört dazu, dass man da mobiler arbeiten darf, auch von daheim aus, schützt unser Klima. Einen zweiten Wunsch, es fällt mir manchmal ein bisschen schwer, die Hoffnung zu haben, dass wir 2050 klimaneutral werden. Ich weiß noch nicht ganz, wo die Energie da dafür herkommen soll, nachhaltig herkommen soll. Wir haben große Meiler an der Grenze zu Deutschland, in Frankreich. Die Kohlekraftwerke werden durchaus abgebaut. Selbst Indien hat jetzt große Projekte zum Erliegen gebracht. Und gleichzeitig höre ich, dass China ganz groß in große Kohlekraftwerke investiert, auch außerhalb von China. Und da habe ich ja durchaus meine Befürchtungen. Und daher ist mein Wunsch, dass da global, dass man mehr an einem Strang zieht. Von daher hat es mich jetzt ehrlich gesagt schon mit Freude erreicht, dass gestern Joe Biden 40 andere Staaten mit an den Tisch geholt hat. Dass man eine Meinung bekommt, was Energiepreise betrifft und dass jetzt auch die US-Regierung sich wieder dazu bekennt, Klimaschutz zu betreiben. Gut, herzlichen Dank, Frau Hermle, Herr Bernreiter. Und ich möchte allen danken, die mitgewirkt haben und viele interessante, gute Gedanken geteilt haben. Und ich möchte auch Danke sagen Silke Franke. Sie hat sowohl bei diesem Buch mitgewirkt, als auch diese Veranstaltung sehr professionell, freundlich, reibungslos organisiert. Herzlichen Dank an Sie. Fortschritt so gestalten, dass die Erde uns das nicht übel nimmt. Das ist ein Zitat von Henning Kaul, einem der Herausgeber dieses Buches, Ideengeber für dieses Buch. Und es soll am Ende dieser Veranstaltung stehen. Herzlichen Dank nochmal Ihnen allen fürs Mitmachen und Ihnen, die Sie sich diese Veranstaltung als Stream anschauen. Vielen lieben Dank für Ihr Interesse.